Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind halb tot. Wir haben herausgefunden, dass Fritz und Matthäus irgendwas vorhaben und jetzt werden wir mit denen interagieren. Wegen eures Plans. Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Okay, wie soll ich ihn überzeugen? Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Rede über Geld. Das war's? Ja. Ja, unser Freund der Wirt kann den Hals nicht voll genug kriegen. So, Übung brauche ich nicht. Gut, reden wir mit dem Wirt. Guten Tag. So, was passiert hier in der Gegend? Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Die es am schlimmsten getroffen hat, sind die vom Gestüt in Neuhof. Ohne den alten Smill wird es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Seine Witwe Sora ist eine gute Frau, aber, naja, eben nur eine Frau. Nur eine Frau. Übung Axt. Okay. Leute ausrauben. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Ganz recht. Ganz recht. Zeig mir den Weg. Humpen hierher. Ja, ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich bin ein Schuck. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich mache extra die Tür zu. Mach doch die Tür zu, Mann! Gibt's doch nicht. Fritz schickt mich. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Oh Gott, minus, minus, minus. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen? Du hast Eier, Bursche. Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichte Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Okay, beschaffe 3 Kumanenrüstungen. Eine habe ich. Ich könnte ein Bett vertragen. Hallo? Aber gut, ich habe eine bessere Idee. Pass auf, wo du hingehst. Das werden wir später machen. Wir haben ja noch unsere Quest, die wir derzeit haben. Dann brauchen wir uns nämlich kein Bett kaufen. Dann haben wir nämlich unsere Unterkunft sowieso ganz woanders. Und dann können wir auch direkt unsere Kumanenrüstung rausholen aus der Truhe. Eine haben wir noch. Was mache ich da eigentlich gerade? Wo kann ich was machen? Fähigkeiten? Heimlichkeit. Was haben wir denn da? Hundefreund, Hunde bellen dich nicht an. Deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker.
Wenn nach dir gesucht wird, fällt es Leuten schwerer. Okay. Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus höher. Das hatten wir doch mal genommen, oder? Aber ich glaube, wir nehmen... Ach, du, Brutus. Sehr schön. Ich wollte eigentlich auf die Karte zugreifen. So, da haben wir überall Command-Lager, 3 Stück. Ja gut, ich glaube, meine Rüstung, die ich habe, zählt nicht. Du trägst zu viel? Ach Gott, ist das dein Ernst? Hast du Arbeit für mich? Benötigst du vielleicht Vorräte? Frisches Fleisch. Kein Problem. Ich kann in Ratai welches für dich kaufen. Das schafft mein Stallbursche auch. Ich rede von Wild. Wild? Aber das gibt es nicht zu kaufen. Ich müsste selbst welches schießen und das ist gegen das Gesetz. Ach so. Selbstverständlich. Würde ich sehr gut zahlen. Besonders, wenn du auch Sonderwünsche erfüllst. Wenn du mir ab und an unter die Arme greifst, bringe ich dir auch was Nützliches bei. Das ist ein interessanter Vorschlag. Fleisch. Benötigst du Fleisch? Mir ist das Wildschweinfleisch ausgegangen. Die Leute kommen von weit her für mein Wildschweingulasch. Es wird sich für dich lohnen, wenn du mir welches bringst. Okay, lass uns handeln. So, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Nicht viel, wie ich sehe. Hier, kriegst du das Hasenfleisch. Ist alles eh vergammelt. Bin aber trotzdem überladen. Ja, cool. Ja, was soll's. Ja, Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Gib mir eins. Weil du es bist. Das ist zu viel. Was? Mit der Summe kann ich leben. Hey. Gut, dann muss ich halt so reiten. Willst du ja alles nicht so reiten? Nice. So, Fähigkeiten. Reiten. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Erhöht deine Chance, dich im Sattel zu halten, wenn ein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Das ist nicht schlecht. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern, dafür jedoch deutlich mehr. Achso, allgemein scheut es weniger, aber bei Unwettern mehr. Aber fest im Sattel klingt für mich ganz gut. Ich werde die ganze Zeit runtergeworfen. Ich werde demnächst mal für mich selber ein bisschen spielen und die Aktivitäten machen. Einfach nur mal, um meine Fähigkeiten zu pushen. Um mich allgemein im Spiel zu verbessern. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. So, dann wollen wir mal Bericht erstatten. Verdammt! Jetzt geht mir aus den Augen. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich muss Bericht erstatten. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Devisch. Nee, 1275. Wuhu! Not bad. Damit kann ich leben. So, dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir schlafen. Erholen uns ein bisschen. Wir haben nämlich gleich einiges vor. Habe ich hier eigentlich auch meine Truhe? Nee, die fehlt leider. Naja.
So, wir sind fast wieder gut drauf. Noch ein bisschen was zu essen fehlt uns. Dann ist alles gut. Habt ihr... Dann knacke ich das halt. Mir egal. Ach Gott, tut mir der Magen weh. Er stiehlt! Hey, Leute! Ein Dieb! Wache! Nein, ich hab nicht gestohlen. Ich hab nur kurz vorbeigeschaut. Ich wollte die Mädels sehen. Was ist hier los? Gar nichts. Ich will essen. Mehr will ich nicht. Wirklich. Darf ich mal? Nein, zu spät. Hau ab. So. Ich habe fröhlich gegessen. Ich würde gerne handeln. Dafür müssen wir zu diesem Händler. Du, bleib sofort stehen. Hallo, Herrin. Ergib dich. Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Genug. Okay. Du wurdest beim Schlossknacken erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Okay, was haben wir denn so Schönes? Ach Gott, der ist ja in allem gut. Den kriege ich nicht hin. Ich muss zahlen. Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. Gib mir dein Diebesgut, damit ich alles den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben kann. Ich hatte kein Diebesgut. Ist das dein Ernst? Bruder? Verdammt, ich bin nicht mehr überladen. Ich hatte Diebesgut am Start. Aber das Geld, was ich geklaut habe, zählt nicht. Ne? Ich hoffe doch. Der Händler ist hier drin? Oh, wie bist du denn? Votova? Gott sei mit dir. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Wenn du Geld hast, mein Freund. Kaufen. Oh, Dietriche kaufen. Mache ich immer gerne. Hier haben wir 10 Stück. So, Retterschnaps nehme ich auch gerne. Hier haben wir noch eine Schatzkarte, die ich nicht kenne. Das kannst du behalten. Und ich verkaufe an dich auch ein paar Sachen. Und zwar kriegst du dieses Schwert, den Kriegshammer, das schwarze Schild. Ja, Rüstungen. Kriegst diese Handschuhe. Ja. Kettenhaube, Kettpanzer, Kuras. Dein Vermögen. Vermögen des Händlers ist 50. Gut, was nehmen wir zurück? Na gut. Falschen wir. Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Gib mir 50. Mit der Summe kann ich leben. Ja, mehr hat er eh nicht. Ja, so viel dazu. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr so krass bepackt. Guten Tag. Trophäen übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Yay, 105 Groschen. Verteidigung, Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte die... Gut. Also. Yay, Schwert verbessert. Hey, komm her. Ich wäre gern... Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Also. Jawohl, neue Stufe erreicht. Kampf. Ich wäre gern... Selbstverständlich. So, fortgeschritten. Ich möchte meine... Zuerst musste was... Na gut, dann vielleicht ein anderes Mal. Dann üben wir Streitkolben. Ich möchte mit dem... Selbstverständlich. Ich möchte... Also. Schadet nicht, wenn man alles ein bisschen lernt, ne?
Ich möchte mit... Selbst. Ich möchte... Okay, kann ich noch nicht. Aber Verteidigung kannst kann ich du noch. Mir zeigen? Ich möchte... Alles. So, kann ich nochmal Verteidigung? Kannst du mir zeigen? Ich möchte... Alles. Nice. Okay, nochmal Verteidigung. Kannst du mir zeigen? Selbstverständlich. Ich möchte zuerst Mut. Okay, gut. Das haben wir auch durch. Geben momentan echt viel Geld aus, aber wir kriegen auch immer viel Geld rein. So. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Command-Sachen. Aber eigentlich muss ich noch um einiges leichter werden, ne? Haben wir hier noch irgendwo einen Händler in der Nähe? An sich nicht. Na gut, dann muss das reichen. Da ist er doch. Gut, dann ist unser nächstes Ziel dieses Lager. Es wird höchstwahrscheinlich am Wasser sein, das haben wir gelernt. So, okay, wir sind hier angekommen. Folgenden Plan habe ich. Wenn wir es finden, müssen wir erstmal prüfen, wie viele Leute da sind. Und dann müssen wir wahrscheinlich bis zur Nacht warten und warten, bis sie schlafen und sie dann erstechen. Das ist jedenfalls der Plan. Aber gucken wir erstmal. Erstmal müssen wir das Lager finden, ne? Die sind zu dritt. Okay, wir gehen mal ein Stück weiter runter und dann warten wir. Es ist ja schon recht spät, ne? So wie die Sonne steht. Na gut, vielleicht 12. Nicht mal. Oh Gott. Das war Nummer 1. Fallen lassen, weggehen. Sonst kommen die gleich. Oh. So, das war Nummer 1. Die kommen gar nicht. Die letzten Male sind sie alle immer gekommen. Die Schweine. Gucken wir mal, ob die kommen. Oh, das ist Karnickel. Ich brauche das Essen. Also, was ist jetzt unsere Quest genau? Was brauchen wir insgesamt? Wir brauchen... beschaffe 3 Kumanen-Rüstung. Okay. Beschaffe 3 Kumanen-Helme mit Gesichtsschutz. Beschaffe 3 Kumanen-Rüstungen. Okay. Also gut, wir haben... Käse. Armschienen brauche ich nicht, dem ist alles so wertvoll. Hier die Kettenhaube. Ich kann leider nicht so viel tragen, deswegen muss ich aufpassen, was ich mitnehme. Gut, du hast keinen Gesichtsschutz. Der Bogen, 74. Hier muss ich gucken, wie er mit meinem interagiert. So, wir haben... Stärke 13, ja gut, ich habe nicht mal Stärke 10. Ja, ich weiß, du hast Hunger, das regel ich jetzt. Wir ziehen uns nämlich hier den Käse rein. Okay, als nächstes töten wir den hier auf der rechten Seite, gehen dann an die Truhe und holen uns raus, was wir brauchen. Und dann lassen wir sie in Ruhe und dann gehen wir zur nächsten Truhe. Er legt sich hin. Geil. Da ist der eine noch alleine da. Vielleicht kann ich sie doch alle töten.
Kommen Sie? Nein. Okay, wenn ich mich schaffe, an den mich ranzuschleichen, der da sitzt. Oh mein Gott. Habe ich gewonnen. Essen wir nochmal die Brezel. Ich hoffe, der Typ hat einen guten Schlaf. Wein vergiften? Scheiße. Gibt's hier Fliegenpilze? Brauche einen verdammten Fliegenpilz. Habe ich nicht in meiner Satteltasche ein? Ich hatte doch immer Fliegenpilze dabei. Ich könnte verschimmelte Sachen reintun vielleicht. Was ist mit den Fliegenpilzen passiert? Da, Fliegenpilz. Ins Inventar. Oh Mann, ich brauche ein richtiges Gift dafür, ne? Warte mit! Otni! Otni! Látjátok? Ott az a genyláda! Scheiße. Vigyázz! Látom az ellenséget! Kacke. Csak találjak rá! A szentségi! Látjátok? Suchen die nach mir. Vielleicht schaffe ich sie einzeln abzugreifen. Fuck, jetzt sind sie aufgewacht. Dreck. Okay, da steht einer. Daneben ist auch noch einer. Die sind ja eigentlich zu dritt, ne? Scheiße, was jetzt? Látjátok, ellenség! Sag bloß, jetzt sind sie alle wach. Vigyázz! Itt az ellenség! Hätte ich doch nur den Wein vergiften können, aber ich habe kein richtiges Gift. Ich habe nur Fliegenpilze. Und die kann ich ins Essen tun. Istenem! Vigyázz! Ott! Ah, die haben die Leiche entdeckt. Oder die Leichen. Hört sich an, als hätten sie die zweite Leiche entdeckt. Scheiße, Mann. Die holen die Sachen aus der Truhe raus. Fuck. Okay, da hinten sind die anderen beiden. Deiner hat sich hier anscheinend hingelegt, ne? Oh, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um das Essen zu vergiften.
Ich will was ins, ich will da was reintun. Verdammt, das ging nicht. Okay, und den auch. Stehlen? Warum stehlen? Ich will den heimlich töten. Hier ist andere Dreckspack. Kacke, Mann. Da hat jemand aber einen schlechten Schlaf. Es fehlt noch einer. Wo ist der hin? Hat er sich verpisst? Ich brauche sein Zeug. Wenn der mich erwischt, wäre das richtig kacke. Ich habe gerade einen richtig guten... Oh, war nur Ast. Okay, ich brauche... Ich glaube, das hier brauche ich, ne? Ja. Das war Kuman Helm, okay. Kettenhemd da. Ich kann ihn nur bestehlen. Ich kann ihn nicht töten, scheiße. Aber gut, dann kann ich wenigstens was essen. Und Spieler. Ach, Kampf habe ich ja immer noch, ne? Sadist war das, ne? Ja. Okay, dann möchte ich gerne mein Inventar und die Rüstung angucken. Ich habe doch jetzt zwei davon, oder? War also doch richtig. So, was haben wir denn derzeit? Wir haben, ja, 2-2. Okay, gut. Dann war die Rüstung doch richtig. Da ist er, da ist er, da ist er! Otni! Lachatok! Otto sagen lado! Jetzt hat er die andere Leiche entdeckt. Hat er jetzt seinen Kollegen aufgeweckt? Ja, sein Kollege ist wach. Riado! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Látom őt! Otni! Geht doch einfach schlafen, Leute. Ich esse jetzt noch mal was. So. Wie sieht's aus mit meiner Sattheit? Oh, noch lange nicht. Okay, es sind aber nur noch zwei. So kann ich immer noch weglaufen. Wenn ich pfeife, kommen die zu mir? Nein, okay. Aber mein Pferd ist da zur Sicherheit. Boah, ich hätte am liebsten was ins Essen getan, aber es ging nicht. So, schläft jetzt ein Kollege? Oh, ich habe sie alle getötet.
Heilige Scheiße. Okay, was hast du denn so schönes? Ein Ohr. Kettenhaube kann ich nicht gebrauchen. Das nehme ich aber. Okay. Somit habe ich Rüstung. Einen Helm habe ich noch in meiner Truhe. Das macht ja nichts. Weil zur Not hätte ich da noch etwas. So. Du bist noch wertvoll. Ach, du bist der Helm. Den Kelch nehmen wir mit. Ungarischer Säbel. Ist auch wertvoll. So, nehmen wir mal ein paar wertvolle Sachen mit. Die können wir dann verkaufen. Heilige Scheiße. Puh. Okay, ich habe es geschafft. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich bin gespannt, wie ich das zusammenschneide in die eine Stunde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.